Hallo, ich bin Laura, eure Kinderreporterin heute im Legoland. Da es heute sehr warm ist, habe ich mir gedacht, beschäftigen wir uns ein bisschen mit Wasser. Ich versuche ein paar Tricks rauszufinden, wie zum Beispiel eure Eltern nass machen oder andere Kinder nass spritzen. Mein Name ist Heinrich, ja, und ja, das ist Reitoperator von Abenteuerbereich, ja. Und was ist dein Lieblingsgeschäft? Mein Lieblingsgeschäft ist gerade dieses. Um was musst du dich alles hier kümmern? Eigentlich müssen wir um alles kümmern. Richtige Benehmen von Besuchern, Größen von Kindern, weil wir haben Begrenzungen ab 1 Meter Mindestgröße und bis 120, dann dürfen alleine fahren. Sonst mit Begleitung, mit Eltern oder erwachsenen Geschwistern. Kann das Boot da jetzt auch irgendwie ein bisschen wackeln oder ist das fest? Einige machen das absichtlich, aber das ist kaum gefährlich bei Einfahrt. Deswegen passiert nichts. Hast du irgendwelche Tipps, wo man seine Eltern hinsetzen kann, damit sie ein bisschen nass werden? Eigentlich bin ich ehrlich, ich sage immer, Mitte ist weniger. Dann bleibt vorne und hinten. Meistens denken, vorne werden mehr nass. Ich weiß genau, dass immer hinten. Aber wenn alle drinnen sind, dann kann ich mit Lächeln sagen, okay, ihr seid erwischt. Darf man hier jetzt wasserscheu sein, wenn man jetzt bei der Piratenschlacht hier arbeitet? Eigentlich darf, weil selber reinspringen gar nicht muss und ab und zu abgeschossen, aber ganz selten zurzeit. Früher war mehr, aber jetzt haben wir bestimmte Schutzscheiben. Deswegen ja, wenn wasserscheu bist oder ist jemand, kein Problem. Jetzt fahren wir. Und wenn wir wollen abwehren, dann müssen wir kurbeln, unsere Kanonen betätigen. Und diese Kanone, das geht, das gehört auch dazu, ja. Eigentlich richtige Winkel haben und wie möglich schneller drehen, dann läuft Wasser schneller und weiter. Wie lange braucht man, um gut schießen zu können, also um die anderen Leute gut zu treffen? Einfach muss öfters fahren und dann hast du bestimmte Erfahrung und kannst alle gut treffen und gut dich abwehren. Ja. Und wer jetzt noch nicht genug hat, der kann sich hier nochmal richtig nass machen. Einfach einen Schritt nach vorne gehen.